Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secret of Simon zu einem weiteren Redstone Tutorial. Das Ganze ist für den lieben Druideka HD. Der hat nämlich gefragt, wie man einen Wasseraufzug bauen kann, beziehungsweise einen Aufzug für Boote. Und ja, vorhin bin ich drauf gestoßen, dass Minecarts Spieler mit Booten transportieren können. Von hier oben an müssten wir nun noch mal selbst steuern. Und das war's. Ich weiß nicht, ob das Ganze ein Bug ist. Ich bin vorhin drauf gestoßen, da ich das Ganze für ihn oder für dich, wie auch immer, mit Commands machen wollte. Und ich habe dann probiert, das Boot halt in ein Minecart zu setzen, irgendwie mit Commands. Und hatte dann ein Minecart rumstehen. Und das Boot ist halt draufgefahren und war auf einmal im Minecart drin mit mir. Und so entstand dann das Ganze hier. Das Ganze ist auch recht simpel. Wenn wir hier mal mit dem Boot hinfahren. Oh, jetzt habe ich es zweimal ausgelöst. Das macht aber auch nichts. Dann kann ich euch mal zeigen, was hier passiert. Ja, das Boot wird abgestellt. Und ihr könnt dann weiterfahren. Und das Minecart wird hier am Kaktus zerstört. Wandert dann hier durch die ganzen Hopper nach unten. In diesen Trichter, da sollten 5 drin sein. Und hier in unserem Dropper 9 Stück. Ja, das Ganze wird getriggert durch diese Tripwire-Hook hier mit Redstone drunter und einem Repeater davor, damit das Boot auch rechtzeitig ankommt. Nicht, dass Minecart vorher schon wegfährt. Und das war's auch eigentlich. Also die Welt stelle ich dir oder eher gesagt euch zum Download. Ihr könnt euch das dann anschauen, könnt das nutzen und natürlich auch höher machen als das hier. Das ist jetzt nur eine Beispielhöhe, die ich genommen habe. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.